Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem weiteren Part. Pokémon Showdown, der 101. Part, also der erste Part nach dem großen Special. Und ich bin jetzt hier im Pew, denn die Sache ist, dass ich vorhin eine Aufnahme mit dem guten alten Sane hatte. Also Sane TV, schaut gerne bei ihm vorbei. Link in der Videobeschreibung, wenn ich es nicht vergesse. Denn wir haben ja ein bisschen Pew für ihn geladdert, weil er aktuell versucht, in die Top 500 zu kommen. Und wir haben ein Team vom lieben Benny, also dem guten Yunago, verwendet. Ich werde ihn auch vergessen, verlinken, wenn ich es nicht vergesse. So rum. Ja, ich werde ihn auch vergessen. Und das Team hat er mir mal vor einigen Monaten geschickt gehabt. Ist ein Lilligant-Team, was aktuell noch spielbar ist, weil Lilligant wird gerade gesuspected. Mal schauen, ob der demnächst rausgebannt wird, beziehungsweise die rausgebannt wird. Mal gucken. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es hier wird, weil das lief ganz gut mit dem Team in seiner Aufnahme und ich möchte natürlich jetzt hier auch ein paar nice Matches haben. Das Ganze ist, wie gesagt, um Lilligant gebaut mit Z-Hyperstrahl und dem Quiverdance, also dem Falterreigen. Und ja, ich bin mal gespannt, wie wir uns jetzt hier schlagen können. Warte mal, ich glaube, ich kenne das Team sogar. Ich glaube, ich habe sogar gegen genau diesen Typen da gekämpft. Das ist ganz interessant. So, die Sache ist, dass der mit Sichlor geleadet ist, das erste Mal. Und ich mir dachte, yo, Lantern ist halt ein guter Lead gegen den. Nicht nur wegen Sichlor, aber auch wegen Sichlor, weil Sichlor ein bisschen nervig ist. Und er liegt mit Lycanroc, das ist auch super für mich. Ich glaube, ich drücke einfach Voltwechsel. Wenn er rockt, ist das okay für uns, denn wir können hier defoggen mit Skuntank, das ist nicht das große Problem. Aber wir können halt jetzt erstmal Girdor reinholen. Und die Sache ist, dass wir hier ohne Probleme Bulk abdrücken können, also Protzer. Weil er wird halt in Jellicent gehen. Und gegen Jellicent gewinnen wir das Matchup. Weil wir haben Adrenalin, das heißt, selbst wenn er uns burnt mit Siedewasser oder auch Öllicht, ist das kein Problem. Er hat aber tatsächlich die Anti-Unlichtbeere drauf. Das ist so ein bisschen nervig, aber damit sollte ich leben können. Er macht es aber gut, geht in Sichlor, macht also diesmal nicht den falschen Play, so gesehen. Andererseits, ich tank einen Hit und ich will unbedingt diesen Evoliten weghauen, deswegen gehen wir hier auf Abschlag. Weil Sichlor ist ein großer Threat. Wenn Sichlor weg ist, dann kann Lilligant halt richtig gut sein. So, er geht jetzt hier auf den SD, wie gesagt. Das ist nervig, aber wir haben halt den Evoliten wegbekommen, was praktisch ist. Ich glaube, ich könnte Skuntank sogar dagegen opfern, weil ich brauche den nicht unbedingt in diesem Team. Oder in diesem Kampf, meine ich. Der ist halt jetzt nervig, weil er auf plus 2 ist. Da muss ich ein bisschen vor aufpassen. Oder ich wechsle, beziehungsweise ich lasse sogar Girdor sacken. Ne, der ist schon echt gut in dem Kampf. Wir gehen in Skuntank rein. Ich glaube, das sollte okay sein. Da kommt Aeroast, wir überleben es tatsächlich. Das ist sogar ziemlich gut. Ja, wir drücken auf Tiefschlag. Ich meine, der könnte Ruhrort haben, aber das wäre nicht so schlimm. Und dadurch, dass er eben jetzt angreift und kein Ruhrort hat oder so, scheinbar, stirbt er sogar wegen der Fähigkeit Finalschlag plus Beulenhelm. Das ist schon ziemlich nice an Skuntank. Skuntank ist so ein cooles Pokémon. Der ist halt ziemlich unbulky, aber er tankt halt das, was er tanken soll. Kann halt schon immer ganz sweet sein. So, was könnte er jetzt hier reinwechseln? Er hat hier viele Optionen. Girdor sieht gegen viele gut aus, gegen viele dieser Pokémon. Oder Lantern. Lantern wäre auch eine gute Option. Aber ich habe keine Lust auf Mantidea, deswegen liegen wir mit, nicht liegen, sondern gehen einfach mit Girdor rein. Er geht sogar mit Absol rein, aber er hat Z-Knuddler, soweit ich weiß. Aber killt ihn Tempo-Hieb nicht sogar? Ich glaube schon. Deswegen gehen wir hier auf Tempo-Hieb. Ich glaube, das sollte okay sein. Weil ich glaube, Tempo-Hieb sollte ihn killen, das ist nur ein Absol. Das killt nicht, okay. Dann habe ich Girdor vielleicht ein bisschen überschätzt und Absol unterschätzt oder so. Aber der killt mich auch nicht, okay, dann ist ja alles gut. Ich habe da nicht so ganz die Bulk-Werte im Kopf von Girdor, aber der doch mit Evoliten sollte. Ja, doch, der ist schon ziemlich bulky, das stimmt. 388 Def, das ist schon sweet. Ich bin ja jetzt nicht so der Pew Master, das heißt generell, wenn ich jetzt irgendwie viele Fehler machen sollte, tut's mir leid. Hier Shoutouts an Benny, wie gesagt, nochmal für das Team. Und er wird wahrscheinlich in manchen Situationen denken, Alter, das war nicht gut gespielt von dir. Aber das ist okay. Das ist okay. Ich werde natürlich mein Bestes geben. Und bisher sieht es ja nicht so schlecht aus, aber muss natürlich trotzdem hier aufpassen. Ich muss natürlich aufpassen. So, da kommt Lurantis rein. So, der ist natürlich nervig. Der ist richtig, richtig nervig. Aber ich glaube, ich kann jetzt erstmal Girdor sacken. Wir gehen einfach auf Machtpunch für ein bisschen Chip. Und der kann gerne Superpowern. Denn, weil Bandit Stoutland böllert ihn weg von vollen KP. Aber wenn er halt schon ein bisschen Chip bekommen hat, wenn er plus 1 ist, meine ich, dann glaube ich, böllert er den nicht mehr weg mit Frustration. Ah, das ist natürlich jetzt schwierig. Gehe ich vorher einmal in Mesprit? Warte, wie gewinnen wir hier diesen Kampf? Stoutland sieht halt super sick aus. Lurantis müssen wir eigentlich nur weghauen, dann sieht Lantern halt auch echt gut aus. Und damit gewinnen wir wahrscheinlich auch sogar den Kampf. Und eigentlich auch mit Lilligant. Das heißt, wir können jetzt eigentlich in Stoutland gehen und den mehr oder minder opfern. Also halt einfach auf Frustration gehen, weil Vesprit ist immer nice. Ich habe halt auch im Fall der Healing Wish für irgendwas oder so. Das kann schon praktisch sein für Lantern. Deswegen, ja, ist es, glaube ich, okay, wenn wir Stoutland hier sacken.
also wenn, was heißt Second, wenn wir halt nice Schaden drauf bekommen, ihn dann sterben lassen und dann halt in Westbrook gehen, um den Kill zu bekommen. Weil, ja, das sollte tatsächlich damit nämlich dann machbar sein. Also damit sollten wir diesen Kampf hier gewinnen. Glaube ich zumindest. So wie ich diesen Kampf jetzt gerade versuche, von meinem geistigen Auge zu Ende zu spielen, sollte das so klappen. Wenn nicht, mal schauen. Er könnte natürlich auch seinen Mantidea rausholen, aber das wäre dann nicht mehr so schlimm. Bei dieser Range ist der kein Threat mehr. Ich sollte mit Lilligant mich auch dagegen setupen können, also mit Resella. Deswegen soll das passen, aber er bleibt tatsächlich drin. Damit ist Lurantis weg und das ist natürlich gut für mich. So. Was gerade nervig ist, ist dieses Apokalyp. Genau, das kommt jetzt auch rein. Das ist aber nicht super nervig, weil ich kann halt eigentlich in meinen Landturm jetzt gehen. Das heißt, wir gehen auf die Kehrtwende. Danach gehen wir in Landturm rein und drücken Toxin. Denn das ist immer mein Player. Er geht auch auf Toxin, das passt. Also Mist natürlich ist ein bisschen unlucky, aber jetzt nicht super schlimm. Glaube ich zumindest. Und wir können halt hier auf Toxin gehen. Wenn er auf Voltenso geht, dann trifft ihn das. Und es trifft halt vor allem auch dieses Apokalyp, was praktisch ist, weil Voltwechsel würde nicht so viel Schaden machen. Und dann kann er sich mal mit Recover gegen heilen und so weiter und so fort. Deswegen ist Toxin hier nice. Wir gehen jetzt natürlich jetzt auf Voltwechsel. Wir gehen natürlich jetzt auf Voltwechsel. Ich habe irgendwie zweimal jetzt gesagt. Egal. Wir können, glaube ich, auch in Mesprit gehen, weil ich will Dressella, glaube ich, noch nicht reinwechseln. Wobei, ich glaube, ich kann mich mit Dressella dagegen setupen, oder? Ich glaube schon, ne? Ich glaube schon. Naja, es sollte passen. Ich kann ja einfach die Rocks legen. Wie gesagt, eigentlich sollte ich das mit Lantern und Mesprit, mit Lantern und Lilligant das jetzt gewinnen. Aber geht jetzt hier nochmal ein Lycanroc, was okay ist? Wir drücken einfach Psychic, würde ich sagen. Cell Rock soll er sehr gerne einsetzen, also Turbofelsen. Den Play verstehe ich ja nicht so ganz. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Ach ja, gut, das ist so ein Set. Stimmt, das ist das Endeavor-Set. Deswegen verstehe ich, wieso er Accelerock eingesetzt hat, also Turbofelsen. Weil er hat halt Turbofelsen, Notsituation, Tarnsteine und Verhöhner im Set gehabt. Also wir können sogar jetzt hier sogar... Ich sag zu oft. Ich habe zweimal jetzt sogar gesagt. Alter, was ist das gerade für ein Versprecher? Es tut mir leid, Leute. Es tut mir gerade leid. Aber wir können jetzt hier ohne Probleme in Lantern gehen. Weil der macht halt nichts dagegen. Und er bleibt tatsächlich nicht drin, sondern wechselt raus, aber das ist okay. Ich meine, er hat zwar hart zwei Ohrabsorber. Alter, was ist jetzt gerade mit den Versprechern los? Das tut mir gerade wirklich leid. Das ist gerade sehr weird. Egal, wir gehen einfach auf Voidwechsel, können dann Vesprit opfern und gewinnen dann eigentlich mit Lilligant so ziemlich. Wir hätten das wahrscheinlich schon vorher mit Resella gewinnen können. Da war ich ja ein bisschen langsam sozusagen, das hätte ich schon vorher beenden können. Aber das ist nicht allzu schlimm. Voidwechsel kommt, wir sacken wie gesagt Vesprit. Der sollte dann den Tarnstein sterben und das heißt... Jetzt können wir wiederum in Lilligant gehen und einfach mal, ja, zweimal Quiver Dance drücken, würde ich sogar fast sagen. Weil die Sache ist halt, dass er Gewaltschalt ist auf Voltenso. Da geht er jetzt auch rein. Und ich sollte eigentlich einen Hit überleben, soweit ich weiß. Das heißt, wir könnten in der Theorie sogar nochmal auf Quiver Dance gehen, auch wenn uns das nicht wirklich viel bringt. Bringt uns das irgendwas? Nicht wirklich. Wenn wir das überleben, dann bringt uns das was. Weil wir dann einfach safe auf Gigasauger gehen, weil ich weiß nicht, ob plus 1 Gigasauger ausreicht. Wir können auch auf Z-Hyperstrahl gehen, aber brauchen wir nicht. Wir machen das einfach so, wir gewinnen das einfach mit dem Gigasauger. Und damit ist das ein GG, weil er aufgegeben hat. Ja, nehmen wir auf jeden Fall. Damit haben wir schon den ersten Sieg geholt. War jetzt nicht so gut gespielt, an manchen Stellen hätte ich das besser spielen können, aber war okay. Ich glaube, ich habe es auf jeden Fall solide gespielt. Geht natürlich immer besser, keine Frage, keine Frage. Aber ich würde sagen, ich schneide hier einfach mal ganz kurz, bis ich einen Gegner gefunden habe. Bis gleich. So, weiter geht's und wir sehen hier ein sehr weirdes Team. Ich glaube, Lantern können wir hier als Lead verwenden, weil da haben wir irgendeinen Taunt-User, ne? Weil der hat halt Potrot und so weiter, ne? Da können wir halt den erstmal Toxiken in der Theorie und dann Skull drücken und so. Aber er geht mit Illumise an den Start, okay? Ich glaube, den Toxiken wir. Wobei, der kann Sub haben. Ich weiß nicht, wie die Leute Illumise spielen. Wollen wir wirklich Toxiken? Ist es schlimm, wenn er Sub hat? Nee, ist es nicht, weil das können wir dann auch brechen. Okay, er geht direkt auf Bugbuzz Critted. Okay, das heißt, er macht uns echt gar keinen Schaden. Ja, dann können wir einfach Volt wechseln auf dem... Und rausgehen. Ich will jetzt auch den nicht groß anschippen lassen. Okay, geht auf Zugabe. Ist jetzt aber nicht allzu schlimm tatsächlich. Wir können hier ohne Probleme rausgehen in... Eigentlich sogar Bisspark, weil der macht uns echt nicht so viel Schaden. Da können wir irgendwas wegböllern. Aber ich will Staudent nicht anschippen lassen, weil der sieht echt gut in dem Matchup aus. Deswegen gehen wir einfach in Skuntank rein. Ein Rosé, ja, das ist okay für uns. Ja, das ist eigentlich mehr als nur okay. Wir wollen einfach mal Poison jabben und schauen, wie viel das macht. Aber der hat Safe Synthese und so. Da gewinnen wir nichts in diesem Matchup. Ich glaube, wir gehen einfach direkt in Mesprit rein. Und drückt dann Psychokinese. Er geht raus und Shuckle. Na, ich glaube, darauf gehen wir immer auf Rocks. Das passt. Die Rocks wollen wir auf jeden Fall in dem Matchup haben. Die sehen ganz cool aus, Sticky Web. Ist, glaube ich, gar nicht so schlimm für mich hier in diesem Team. Oder für dieses Team ist es nicht so schlimm.
Und ich drücke jetzt hier einfach auf Psychic. Und die Sache ist, der könnte halt Zugabe haben. Aber ich überlege halt wirklich, mit Gürde mich dagegen zu setupen. Also mit, wie heißt das Ding? Mit Strepoli. Aber er geht sowieso jetzt raus in Pyukumuku. Und das ist sogar super, weil ich glaube, wir böllern jetzt was weg mit Stoutland, oder? Ich glaube, es wird jetzt was weggeböllert mit dem Huhn in Stoutland. Nebenbei, ich habe Kehrtwende gedrückt, weil ich in dem Matchup halt jetzt immer Kehrtwende drücken muss, weil das bringt mir halt nichts, die ganze Zeit da drin zu bleiben. Also ich muss es nicht machen, aber es ist halt solide und er wechselt sowieso raus, was natürlich mir einen kleinen Vorteil bringt. Er wächst aber jetzt raus in Shuckle. Was sollte getoolt Chaot werden? Hat es eine... Ne, okay, nicht getoolt Chaot, aber meint. Hat es 50% Beere, wollte ich gerade sagen, aber da kommt er sowieso nicht hin und wir haben ja schon die Überreste gesehen. Never mind, ich bin ja auch ein Doofkopf. So, jetzt muss ich mal sonst überlegen. Will ich vielleicht Scantank hier schon reinwechseln und einfach mal Defog drücken? Könnte man in der Theorie machen. Man könnte aber auch erstmal in Lantern gehen, den Scalden, aber der hat doch safe eine 50% Beere, oder? Knockoff, okay. Knockoff ist nervig. Knockoff ist sehr, sehr nervig. Wir scalden ihn jetzt hier auf jeden Fall erstmal, glaube ich. Na, Rosea passt, denke ich mal, denn wir können vielleicht den Burn bekommen. Ja, wir bekommen den Burn. Nehmen wir auf jeden Fall. Das bisschen Chip ist immer praktisch. Dann können wir jetzt ins Scantank gehen. Können schon mal die Hazards wegbekommen. Vielleicht legt er auch die Spikes, womit ich kein Problem hätte. Ja, weil ich einfach auflockern auf dem Ding einsetzen kann. Der ist halt wirklich nicht so schlimm für mich. Weil Rosea macht halt einfach gar nichts gegen mich. Er kann gerne weiterhin Spikes legen. Ich werde weiterhin auf Auflockern gehen. Denn, ja, ich verliere hier nicht wirklich irgendwas dagegen. Er kann gerne jetzt hier Synthese einsetzen. Das ist super, weil mir das jetzt wieder einen Free-Switch gibt. In Stoutland, der jetzt irgendwas wegbördern kann. Wobei Rosea ist relativ gut in der physischen Defensive. Wobei eigentlich nicht so gut. Aber man spielt es auch physisch defensiv. Also mit dem Evoliten ist es halt relativ gut. Also solide zumindest. Fürs Pio halt. Und ja, deswegen dachte ich, yo, Frustration sollte guten Schaden machen. Aber ich glaube, das sollte so oder so guten Schaden machen. Wird auch safe to it KO'n. Wenn nicht sogar One-Hit-KO. Ich habe keine Ahnung, wie spielt man Rosea? Spielt man es physisch defensiv? Ich weiß nicht. Naja, egal. Ich hätte vielleicht ganz halt pursuiten können, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute gerne einfach drin bleiben gegen Stoutland, wieso auch immer. Deswegen bin ich hier einfach mehr auf Frustration gegangen. Aber ist okay, der geht halt ins Shuckle, der wird halt ein bisschen gechippt, was okay ist für mich. Wir gehen wieder Lantern rein. Drücken dann dieses Mal, glaube ich, Voltwechsel. Ach, der hat Rest. Okay, dann müssen wir das Ganze doch ein bisschen anders machen. Aber dann können wir uns dagegen halt setupen mit Dingens da, mit... Ihr wisst schon. Mit Gürtel. So, jetzt können wir ins Stoutland gehen und drücken diesmal Pursuit einfach, ne? Ich glaube schon. Weil der wird halt rauswechseln dieses Mal und das macht sehr nice Schaden. Das sehe ich doch gerne. Und Shuckle macht halt jetzt erstmal ein paar Runden gar nichts. So, wir können jetzt halt hier eigentlich in Strepoli gehen und einfach mal Bulk abdrücken. Wobei, wir drücken erstmal Knockoff. Der wird ja so oder so wahrscheinlich in Pyukumuku gehen oder so. Der geht direkt in Lumise, okay? Das heißt, der wollte mich wahrscheinlich ankornen auf, also Zugabe drücken auf meinen Protzer. Will ich darauf einfach nochmal Abschlag drücken, um den wegzuhauen, langsam aber sicher, denn wenn der weg ist, kann ich halt mit Strepoli echt viele gute Sachen machen. Dieses Goofa ist dafür halt noch ein bisschen nervig, aber selbst das ist nicht so schlimm. Und Donnerwelle ist super für mich, weil ich Adrenalin bekomme, aber ich bekomme natürlich erstmal die Fullpara. Ist okay, wir drücken nochmal auf Knockoff. Da geht in Shuckle rein. Ja, soll er gerne machen. Ich glaube, wir drücken jetzt hier einfach Bulk ab. Denn ich verliere dadurch hier nicht wirklich viel. Er ist noch eine Runde am Schlafen, kann jetzt hier erstmal auf Knockoff gehen. Wobei Drain Punch ist, glaube ich, schlauer. Und er wechselt tatsächlich wieder in Lumise. Das stirbt aber jetzt. Und damit haben wir den schon mal weggehauen, was ganz praktisch ist. Und jetzt bin ich gespannt. Hat er hier sein Goofa mit Unkenntnis dabei? Oder ist das so ein komisches Innards-Out-Goofa? Also, wie heißt es auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Da geht aber Gaga. Tempo-Hieb killt, oder? Es ist vierfach effektiv. Ich bin auf plus 1. Ich habe Adrenalin. Natürlich killt das. Was ist das für eine Frage? Er gibt auf. Gut. Den Sieg nehmen wir auf jeden Fall. Das war doch ganz sweet. ja, das war ein komischer Kampf. Egal, Leute. Egal. Ich weiß gar nicht, wo ich überhaupt auf der Ladder bin. Muss ich gleich mal nachschauen. Aber ich würde sagen, es gibt hier erstmal einen Schnitt. Bis gleich. Okay, ich bin aktuell so im 1380er Bereich. Was okay ist, dafür, dass ich jetzt eine lange Zeit Pio nicht mehr gespielt habe und so, passt schon, ne? So, was sehen wir jetzt hier? Wir sehen ein kleines Sonnenteam, vielleicht, möglicherweise, kann ich mir gut vorstellen. Also sieht auf jeden Fall sonnig aus. Er hat zwar jetzt keinen User, der Dürre hat oder so, wobei, kann man überhaupt im Pio Dürre spielen? Ich weiß doch nicht, ich habe doch keine Ahnung von Pio, ich bin schlecht, Leute. So, was wäre denn hier ein guter Lead? Mesprit wäre auf jeden Fall eine Option, ging relativ viel.
Könnte auch mit Mesprit liegen, könnte dann auch wahrscheinlich direkt die Sonne rausholen und was weiß ich nicht was. Aber ich glaube, Mesprit passt auf jeden Fall auf unserer Seite, auch wegen den Rocks. Denn die Rocks sind ganz praktisch. Aber das Sonnenteam sieht auf jeden Fall relativ scary aus. Das kann durchaus gefährlich werden. Da muss ich aufpassen. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass hier der Mesprit Lead mein Play ist. Und er leadet mit Leafeon. So, der kann halt Knockoff haben, aber ich habe halt die Anti-Unlichtbeere. Und ich möchte ja eigentlich immer die Tarnschöne setzen. Er geht direkt tatsächlich auf den Schwerttanz, okay. Das ist gefährlich. Das ist durchaus gefährlich. Ich glaube, ich gehe hier auf die Kehrtwende. Okay. Das ist natürlich doof. Knockoff hätte ich hier lieber gesehen, wie ein Anti-Unlichtbeere. So ein Poison Jab sollte ihn killen. Wobei, der hat echt eine gute Fist-Def, aber ich glaube, das sollte ihn trotzdem killen. Und er sollte mich halt nicht killen. Weil er ist sogar langsamer. Okay, never mind. Ist er Bikey? Der muss dann ja Bikey sein. Okay. Aber er killt mich jetzt hier. Und damit haben wir zwar unser Skuntank verloren, aber wäre halt auch... Wobei, er wäre nicht durch Aftermath gestorben, merke ich gerade, weil er ja keinen Kontaktmove eingesetzt hat. Aber die Vergiftung hat sich darum gekümmert. Alles safe, Lord. Alles safe. Nee. Okay, das war nicht so solide gespielt gerade. Wir haben auf jeden Fall zu viel an diesem Leafeon verloren, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Also Lilligant. Wie könnten wir mit Lilligant hier in diesem Matchup gewinnen? Wogegen bekommen wir Setup? Wir könnten uns gegen Kokowai Setup bekommen. Vielleicht auch gegen Silvelli, je nachdem, was für ein Set das ist. Oder auch gegen Mesprit. Aber wir müssen Mesprit auf jeden Fall voll ein bisschen anschippen, glaube ich. Das wäre auf jeden Fall relativ praktisch. Ich glaube, dass wir in Stoutland gehen können und irgendwas wegböllern können. Weil Stoutland sollte von so ziemlich allen einen Hit überleben. Und ich glaube, das sieht dann ganz gut aus. Und ich glaube, das machen wir jetzt hier auch. Galaupa, wobei, wir können eigentlich auch in Lanton gehen auf dem, ne? Dann müssen wir keinen Chip auf Stoutland fressen. Ich glaube, Lanton ist hier sogar besser. Ich glaube, das ist eine bessere Sache, weil er wird halt auf Flammenblitz gehen. Dann können wir hier auf Voidwechsel gehen. Wenn er hier rauswechselt, passt das nämlich sehr gut. Ich glaube nicht, dass er irgendwie Silvelli normal hat. Boden hat, meine ich. High Horsepower setzt er sogar ein. Er ist tatsächlich auch nicht Choice. Ich hätte hier mit einem Choice-Set gerechnet. Aber ist okay. Ah, jetzt habe ich echt viel Schaden auf Landtouren gefressen. Das gefällt mir gar nicht so sehr. Ich hätte nicht gedacht, dass er hier drüben bleibt. War, doch, ich glaube, Voidwechsel war schon okay, der Play. War okay? Ich weiß nicht. Ich glaube, diese ganze Stoutland-Sache war nicht so okay. Ich glaube, das hätte ich so nicht machen sollen. Ich glaube, ich gehe jetzt in Strepoli rein. Und wir drücken hier einfach... Ah, ich spiele das gerade nicht gut. Ich spiele das gerade so ein bisschen ohne Gameplan. Das gefällt mir gerade nicht so ganz. Tempo wird nicht killen, das heißt, wir drücken einfach auf Drain Punch. Ah, hier hätte ich auch knocken können, ne, eigentlich. Wenn ich so drüber nachdenke, weil Knock killt ihn halt auch und... So viel wie regeneriere ich nicht, das war gerade nicht gut. Ich spiele das gerade nicht so gut. Okay, Leute. Konzentration, Konzentration. Wir wollen den eigentlich anschippen für Lilligant, ne? Ich glaube, wir knocken den tatsächlich sogar. Dann geht's sogar auf Sonntag, Tatsache. Er hat den Heat Rock drauf. Das ist okay für mich. Weil eine Psychic hätte ich eigentlich immer safe getankt, da bin ich mir ziemlich sicher. Also, oder ich habe jetzt eine ganz komische Vorstellung von Strepoli, aber durch den Evoliten sollte man da eigentlich schon in einer guten Möglichkeit sein, bei vollem KP das zu überleben. Und jetzt sind wir halt in einer guten Situation, mit Lilligant hier vielleicht sogar durchzusweepen, wenn die Sonne weg ist. Wir müssen halt diese Sonne vorher wegbekommen. Das ist so die Sache. So, ich glaube, wir gehen jetzt hier erstmal in den Mesprit rein. Vielleicht bekommen wir ja sogar einen Heilopfer raus. Der geht aber auf die Tarnsteine, was passt. Ich glaube, wir gehen jetzt sogar auf Heilopfer. Denn Lanthorn hier hoch zu heilen ist super praktisch. Er geht selber auf Healing Wish. Okay, das ist ziemlich lustig. Okay, wir haben 5 Runden Sonne auf seiner Seite. Davor muss ich mich jetzt in Acht nehmen. So, da kommt Rapidash rein. Wir killen ihn halt mit Siedewasser. Und wir gehen hier auch immer auf Siedewasser. Wobei, wir killen ihn nicht. Wir killen ihn nicht wegen der Sonne. Das heißt, T-Waven wir den eigentlich nicht. Ich glaube, Scald ist trotzdem der Play. Einfach zweimal Scald drücken. High Horsepower killt mich halt. Also, Druid killt mich halt. Ich glaube, zweimal Scald ist der Play. Er geht aber raus in Victory Bell, was okay ist, weil er so oder so dadurch Sonnenturns verliert. Und darauf muss ich ja aktuell ein bisschen gehen. So. Lanthorn. Dich brauche ich eigentlich noch. Das heißt, ich gehe jetzt, glaube ich, in Gürde oder in Stoutland, um den zu sacken. Aber Strepoli sollte eigentlich noch ganz okay was tanken. Ich muss halt irgendwie diese Sonne ausstollen und dann Setup mit Lilligant bekommen und dann könnte das was werden. Wir gehen in Strepoli rein. Ich weiß halt vor allem nicht, was für ein Amigentos das ist. Amigento das ist. Das wird interessant. So, er geht auf Growth. Ich glaube, wir sollten noch einen Hit überleben. Solarstrahl in der Sonne plus 2. Das ist natürlich unpraktisch, dass das killt. Aber gut, hätte man sich denken können. Mit dem Leben auf und so weiter und so fort. So. Er hat noch 2 Sonnenrunden. Wir gehen in Stoutland rein. Und gehen jetzt hier auf die Frustration und hoffen, dass er mich nicht killt. Aber er wird mich halt killen mit Solarstrahl, ja.
Das sieht gerade nicht so einfach aus. So, jetzt gehen wir auf Landhorn. Und... ja, was machen wir überhaupt? Landhorn gewinnt das nicht alleine. Ja, wir müssen so oder so jetzt hier einfach aufs Gold gehen. Scald war ja noch nicht mal der... Ach, Scald war schon richtig. Der einzige wirkliche Angriff, den ich hätte einsetzen können. So, und jetzt können wir halt in Lilligant gehen. Und jetzt ist es die Sache. Er muss doch eigentlich Matschbombe haben. Aber eigentlich brauche ich Setup, um das zu gewinnen. Das ist das große Problem gerade. Eigentlich brauche ich Setup, um das zu gewinnen. Und eigentlich muss ich auch die Hyperbeam hier einsetzen. Ich glaube, ich gehe auf Quiver Dance und muss hoffen, dass er keine Matschbombe oder so hat. Ja, war, glaube ich, mein Play. Weil die Sache ist... Rapid Dash ist schneller, killt mich immer mit Flammenblitz. Ich musste irgendwie darauf hoffen, dass, keine Ahnung, er irgendwie keine Matschbombe oder so hat. Ich weiß doch auch nicht, wieso sollte man das nicht machen? Ich weiß nicht, aber es war halt mein einziger Play. Ich glaube, also ich habe es zum einen nicht gut gespielt, aber das war auch echt schwer gegen das Sonnenteam. Aber ich habe es nicht gut gespielt, keine Frage. Also das hätte ich viel, viel besser spielen müssen. Da wäre ja auch die Chance besser gewesen, das Ganze zu gewinnen. So, ich würde sagen, wir machen noch einfach einen weiteren Kampf und schauen mal, wie das jetzt hier läuft. Okay. Lilligan sieht hier auch wieder ganz stark aus, aber wir müssen auch wieder hier Cypher wegbekommen, also Sichlor. Deswegen sehe ich den Landhorn-Lead, weil ich keine Lust auf Sichlor habe als Lead-Pokémon. Und Landhorn sieht sowieso relativ gut gegen das Team aus. Er liebt mit Lycanroc, da können wir einfach Siedewasser einsetzen. Oder? Wollen wir Void wechseln? Ne, wir drücken hier Siedewasser. Wenn Cracksire geht, gehen wir auf Toxin. Den zu vergiften ist ganz nice. Er ist tatsächlich das Z-Set, okay. Und nicht das andere Set, das... Ihr wisst schon was. Deswegen war Siedewasser eigentlich auch nicht der Play, ne? Weil wir ja auch nicht endeavored werden wollen. Ich spiele gerade echt nicht gut. Das spiele ich gerade überhaupt nicht gut. Landhorn können wir uns aber aufsparen. Tatsächlich sogar noch. Und deswegen machen wir das auch. Ich glaube, wir gehen hier auf Defog, weil ich ihn ja einfach Turbofelsen einsetzen sehe, wollte ich gerade sagen. Weil ich dachte, der geht jetzt sowieso auf Turbofelsen, denn der rechnet mit Tiefschlag und so. Und dann hat er eine höhere Priorität. Und jetzt macht er es. Ne, er geht jetzt auf Tarnstein. Ich bin ja auch blöd. Wieso gehe ich auf Tiefschlag? Wieso tue ich das? Das war so klar, dass er das macht. Und Steinkant ist halt nicht schlimm, wenn er es trifft, weil er ist sowieso verbrannt. Das, ich spiele gerade echt nicht gut. Es tut mir leid, Benny, wenn du das siehst. Es tut mir leid, Mann. Oh, okay. Der ist ein Threat. Der ist auf jeden Fall ein Threat. Wir müssen in Vesprit direkt gehen. Einfach Psychic drücken, wir überleben auf jeden Fall einen Abschlag durch die Buleo-Beere. Und wir werden hier auch immer auf Psychokinese gehen. Selbst wenn er hier rauswechselt und die Buleo-Beere riecht, kann ich hier nicht das riskieren. Da geht Mesprit rein, das ist okay für mich. Ich glaube, ich will meine Rocks hier haben. U-Turn, dann kann ich leben. Wie gesagt, ich brauche meine Rocks für dieses Sichlor, denn Sichlor ist nervig. So, da kommt Sichlor rein. Und auf Sichlor... Landhorn. Ich will eh gerade Landhorn zu sacken. Ich weiß halt nicht, ob wir den später noch mit Healing Wish hochbekommen. Aber wir können eigentlich auch erstmal ins Skuntank gehen, ihm ein bisschen Chip abgeben mit dem Rocky Helmet. Abgeben, vor allem halt geben. So, dann gehen wir auf Tiefschlag, weil das scheint irgendwie eine Bandit-Variante zu sein. Okay, bleibt gar nicht drin. Warte, das ist Silvelli Dragon. Interessant. Sehr, sehr interessant. Silvelli Dragon. Sieht man, glaube ich, auch nicht alle Tage, oder? Ich weiß es doch nicht. Ich habe gar keine Ahnung von Pio. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich glaube, wir P-Jammen den hier einfach, weil ich kann Skuntank hier relativ bedenkenlos, denke ich, sacken. Aber wir gehen sogar noch so auf Auflockern. Wir bekommen sogar noch eine Vergiftung. Ich glaube, jetzt können wir sogar auswechseln. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Skuntank, der ist zwar auch nicht mehr so gut, aber wir können ihn jetzt sogar noch aufsparen. Wofür wollen wir den denn aufsparen in der Theorie? Eigentlich nur für Mesprit. Aber es würde mir eigentlich fast schon reichen. Ich glaube, wir sacken tatsächlich Landhorn hier. Ich glaube, das sollte passen. Er geht auf den Draco, damit kann ich leben. Dann kann ich sogar... Moment mal ganz kurz. Ach nee, oder? Warte, plus... Moment, ich kalke einmal sonst was nach. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar wollte ich einmal nachkalken, ob plus 1 sie Hyperbeam von Lilligant gegen Sichler auf dieser Range reicht. Leider ist das noch nicht der Fall. Das heißt, wir bekommen leider noch kein Setup. Das wäre natürlich super praktisch gewesen. Aber kann man nichts machen. Ich glaube, dafür können wir jetzt erstmal ins Southland gehen und irgendwas weghauen. Denn, ja, der hat da keinen Switch-In für. Er wird wahrscheinlich einfach Silvelli opfern lassen. Aber dafür ist dann auch sein Auflockern Pokémon weg. Okay, er wächst tatsächlich nochmal raus. Das ist super für mich, weil den anzuchippen ist nice. Wir bekommen sogar einen Crit, der okay ist für uns. Wir gehen auf jeden Fall auf eine weitere Frustration. Tempo-Heap-Schaden, damit kann ich leben. Geht auch auf Tempo-Heap und wir hauen ihn mit der Frustration weg. Das ist doch ganz solide. So, da kommt Mesprit rein. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach nochmal auf Frustration. Ganz ehrlich, wenn er hier irgendwie U-Turnt oder so, dann ist das ganz sweet. Er geht tatsächlich nochmal auf U-Turn. Perfekt.
Wir bekommen nochmal eine Frustration raus. Können Quagsire wahrscheinlich Tuit Keron, weil der sollte halt niemals zwei Frustrationsattacken überleben. Und das tut er auch nicht. Das heißt, wir hauen einfach das nächste Pokémon weg. Leute, dieses Downland ist so cool. Ich mag Downland extrem. Richtig nice Pokémon. So, damit ist Smallout weg und somit sieht es gerade ganz gut für uns aus, tatsächlich. Aber wir sollten noch nicht den Tag vom Abend loben. Die Sichlor ist halt echt gefährlich. So. Ich glaube, wir sacken den jetzt. Ja, wir sacken ihn jetzt. Da kommt Brick Break, damit kann ich leben. Der ist halt gebandet auf Brick Break. Ne? Das heißt, eigentlich können wir jetzt hier in Mesprit gehen. Und wir drücken hier nochmal die Rocks, weil wir wollen auf jeden Fall die Rocks haben. Warte mal, der ist nicht gebandet? Ich dachte vom Schaden her, dass er safe gebandet ist. Das ist blöd. Das ist mehr als nur blöd. Okay. Wir müssen das jetzt ein bisschen umspielen. Och nein. Ich dachte, ich habe halt nicht nachgekalkt. Aber ich dachte so, der wird halt gebandet sein, so, ne? Aber Skarntank ist halt einfach schlecht in der physischen Defensive. Und ich weiß halt noch nicht mal, was für ein Set wir sind. Das hätte ich vielleicht nachschauen müssen. Okay, was für ein Set ist das jetzt überhaupt? Evolid. Okay, krass. Crazy. Okay. Das gefällt mir tatsächlich nicht so sehr. Das heißt, er wird auch wahrscheinlich Roost haben, oder? Wird er Roost haben? Ich weiß es gar nicht. Wir gehen nochmal auf Knock. Er killt uns aber. Das heißt, wir gehen jetzt hier in Skarntank rein. Wollen ihm einfach nochmal ein bisschen mehr Chip rein. Ich weiß gerade nicht, wie wir das gerade gewinnen wollen. Das ist gerade doof. Das ist gerade doof. Ich muss gerade auf den Choke von ihm auf den Näher tatsächlich Roost. Ja. Das war zu erwarten, leider. Das war leider zu erwarten. Eigentlich muss ich hoffen, dass er aus irgendeinem Grund langsamer ist, was er halt nicht sein wird. Moment, er geht auf Mesprit. Ist das nicht der Choke? Warte mal, wenn er nicht auf die Kehrtwende geht, ist das der Choke? Ist halt jetzt die Frage, geht er auf die Kehrtwende oder nicht? Ich gehe auf jeden Fall auf Poison Jab. Okay, er wechselt nochmal raus. Moment, aber wenn er in Civelli geht, dann ist das der Choke. Er choked. Choked er wirklich? Nee, er choked nicht, weil Scythe. Ah, doch, vielleicht choked er. Wir Poison Jab den auf jeden Fall. Wir könnten das tatsächlich jetzt noch gewinnen. Leute, das ist jetzt auch machbar. So. Wir gehen auf Quiver Dance erstmal, ist klar, ne? Dann gehen wir auf Sleep Powder und Quiver Dance nochmal. Das wird jetzt so ein bisschen RNG sein, ob wir das gewinnen. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir hier, ein bisschen Glück haben. Er wechselt jetzt raus und jetzt muss die Hyper Beam doch eigentlich killen. Ich glaube schon. Und dann war das möglicherweise der Choke. Er hat das möglicherweise einfach gechoked. Leute. Ich weiß halt nicht, was für ein Sichlor-Set das war. Vielleicht hat er einfach keinen Speed oder so. Keine Ahnung, aber möglicherweise hat er das wirklich gechoked. Wir gehen jetzt auf Hyper Beam. Wir missen. Und er wacht auf. Geh doch nach Hause. Okay, hat sich gechoked, Leute. Ach, Mann, Leute, was war das denn? Das hätten wir jetzt hier gewonnen. Hyper Beam sollte auch auf plus 2 reichen. Ich bin mir da relativ sicher. Leute, das war am Ende auch nicht so gut gespielt von mir. Aber hey, wir haben es fast noch geschafft. Egal, Leute, ich hoffe, es hat euch unterhalten. Das war trotzdem, denke ich mal, eine nice Pio-Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, Benny hat nicht zu sehr das Herz geblutet, dass ich das Team nicht perfekt in Szene gesetzt habe. Ist ein echt nices Pio-Team. Kann ich nur empfehlen. Link in der Beschreibung, auch eben zu dem Kanal vom lieben Benny. Bis zum nächsten Mal und ciao.